So geschützt, wie es nur geht. Athen bereitet sich auf das zweite Weihnachtsfest in der Pandemie vor. Boostern gegen Omikron. Wir müssen sicher mit einer fünften Welle rechnen, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Sorge vor Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt. Baerbock und Asselborn drängen auf Dialog. Kein Schnee, dafür geschmückte Tannen und festliche Beleuchtung. Athen bereitet sich auf das zweite Weihnachtsfest in der Pandemie vor. Im Vergleich zum Vorjahr kann diesmal immerhin mit weniger Einschränkungen gefeiert werden. Normal ist Weihnachten aber auch diesmal nicht. Viele sagen, dass sie sehr vorsichtig sein werden. Ich plane nichts mit vielen Leuten, nur mit Familienmitgliedern und so geschützt, wie es nur geht. Ich werde die Feiertage mit meiner Familie verbringen, zu Hause, vorsichtig mit Masken, vielleicht ein bisschen ausgehen. Wir müssen uns alle impfen lassen, damit wir ein richtiges Weihnachten haben, so wie früher. Während der Feiertage sollen sich Menschen nur nach zwei negativen Testergebnissen in geschlossenen Räumen treffen, so lautet die Empfehlung der Behörden. Restaurant- und Barbesitzer zeigen sich zufrieden, dass ihre Etablissements nach den schwierigen vergangenen Monaten weiterhin geöffnet bleiben können. Nur Geimpfte dürfen rein. Wir haben alle Maßnahmen ergriffen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Was uns Angst macht, sind die neuen Varianten, von denen wir nicht wissen, was sie bringen werden. Ich denke, dass die Maßnahmen für Geimpfte und Nichtgeimpfte rechtzeitig getroffen wurden. In anderen europäischen Ländern wie Großbritannien, den Niederlanden und Österreich wurden sie zu lange hinausgezögert. Es herrschte zu große Freiheit für Geimpfte und Ungeimpfte draußen und drinnen. Athen wird dieses Weihnachten im Schatten der Omikron-Variante feiern, die sich im Land noch nicht durchgesetzt hat. Dies ist der Grund dafür, dass die Einschränkungen nicht wie in vielen anderen europäischen Ländern verschärft wurden. Regierung und Experten beobachten die Entwicklung jedoch genau und sind bereit, bei Bedarf sofort weitere Maßnahmen zu ergreifen. Eine fünfte Corona-Welle lässt sich nach Einschätzung des deutschen Gesundheitsministers Karl Lauterbach auch in Deutschland nicht mehr aufhalten. Dafür gäbe es inzwischen zu viele Infektionen mit der Omikron-Variante. Dass sich die Omikron-Welle in Deutschland nicht mehr verhindern lässt und dass sie auch in Deutschland ankommen wird. Bund und Länder hatten am Dienstag Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. So sollen etwa Diskotheken erstmal dicht machen und Zusammentreffen nur noch für bis zu 10 Personen erlaubt sein. Corona macht keine Weihnachtspause, hatte der Bundeskanzler nach dem Corona-Gipfel erklärt. Doch die Maßnahmen sollen pausieren und erst ab dem 28. Dezember in Kraft treten. Einigen geht das nicht schnell genug. Für Irritation sorgte eine mit Lauterbach unabgestimmte Empfehlung des RKI, ab sofort maximale Kontaktbeschränkungen einzuführen. Der Expertenrat der Bundesregierung hatte sich da deutlich vager ausgedrückt. Alles halb so wild, erklärte Lauterbach nun. Er sei nur nicht mehr rechtzeitig vor dem Gipfel informiert worden. Hier kam jetzt mal die Frage, ob ich zu Herrn Wieler noch stehe. Das lässt sich leicht beantworten, sonst säße er hier nicht. Ich habe immer gesagt, dass ein Kernbaustein meiner Arbeit darin liegen wird, dass ich mich sehr stark auch am jeweiligen wissenschaftlichen Sachverstand orientiere. Und da ist auch das Robert-Koch-Institut eine ganz zentrale Quelle. Aber man würde auch nichts ausschließen, hatte Lauterbach in der ARD gesagt. Wenn die Fallzahlen sich tatsächlich so entwickeln würden, dass auch ein harter Lockdown diskutiert werden müsse, dann gäbe es da keine roten Linien. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und ihr luxemburgischer Kollege Jean Asselborn haben sich für eine diplomatische Lösung im Russland-Ukraine-Konflikt ausgesprochen. Die Gefahr einer militärischen Eskalation sei groß, so Asselborn bei einem Berlin-Besuch. Nicht nur Russland und die USA müssten miteinander reden, auch Europa sei gefragt. Aber wenn Biden und Putin es hinkriegen, zumeist über Europa 2 Stunden sich zu unterhalten, dann müsste es doch möglich sein, einen Appell zu machen an die zivilisierte Diplomatie, dass es nicht abwegig ist,
dass auch mit uns Europäern, jedenfalls den wichtigen europäischen Staaten oder allen europäischen Staaten, einen strukturierten Dialog hinzubekommen und diesem militärischen Gebaren ein Ende zu setzen. Russland bewegt laut NATO-Angaben weiter Truppen in Richtung ukrainische Grenze. Moskau sind die amerikanischen Militärmanöver in der Ukraine ein Dorn im Auge. Der Kreml fordert als Sicherheitsgarantie ein Ende der NATO-Osterweiterung. Auch die deutsche Außenministerin sieht Handlungsbedarf. Deswegen, ja, meine Sorge ist groß. Aber das bedeutet umso mehr, dass man mit jedem Millimeter des eigenen Handelns in den Dialog treten muss. Deswegen habe ich in den letzten Tagen ja auch immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass wir an den Verhandlungstisch zurückkehren im Normandie-Format, aber eben auch die Möglichkeit nutzen, im Namen des NATO-Russland-Rates gemeinsam zu sprechen und dafür zu sorgen, dass wir eine weitere Eskalation abwenden können, weil wir diese große Krise, in der wir sind, nur im Dialog lösen werden können. Baerbock und Asselborn kamen zudem auf mögliche erneute innereuropäische Grenzschließungen in der Corona-Pandemie zu sprechen. Asselborn sagte, mit Impfnachweisen sollte freies Reisen weiterhin möglich sein. Baerbock erklärte, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Nur zwei Tage vor dem geplanten Termin haben die Behörden in Libyen die Präsidentschaftswahlen abgesagt. Die für den Übergangsprozess des nordafrikanischen Landes aus dem Bürgerkriegschaos nach Gaddafi so wichtige Wahl soll jetzt um einen Monat verschoben werden, auf den 24. Januar. Der Grund: juristische Mängel. Tatsächlich hat sich die Sicherheitslage verschlechtert. Es drohen neue Unruhen. Seit Wochen gibt es Streit über das Wahlgesetz, einzelne Kandidaten und den Ablauf der Abstimmung. Um das Amt des Präsidenten bewerben sich knapp 100 Personen, darunter General Khalifa Haftar, der mit seinen Truppen versucht hatte, Tripolis einzunehmen, und ein Sohn des Ex-Diktators Muammar al-Gaddafi. Eine abschließende Kandidatenliste haben die Behörden nicht veröffentlicht. Es gab keine Wahlkampfzeit. Die Libyer wissen nicht, wen sie wählen, was ihre Programme sind, wenn sie überhaupt welche haben. Die Bedingungen sind also nicht reif für einen Wahlprozess dieser Größenordnung. Aus Sicht der UNO wäre die Wahl ein wichtiger Schritt vorwärts gewesen. Örtliche Milizen haben weiterhin das Sagen in Teilen des Landes, das als eines der gefährlichsten weltweit gilt. Die Menschen in Libyen müssen jetzt weiter auf einen politischen Neuanfang warten. Die Luft an vielen Orten in Europa ist weiterhin stark verschmutzt. Eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung. Einer Untersuchung des Unternehmens Airli zufolge ist die Feinstaubbelastung in Städten auf dem Balkan und in Mitteleuropa besonders hoch. Angeführt wird die Negativliste von Zagreb, Bukarest und Thessaloniki. In diesen Städten wird häufig mit festen Brennstoffen wie Holz und Kohle geheizt. Die höchste Belastung mit Stickstoffdioxid gibt es in Neapel, Krakau und Bukarest. Hauptgrund für hohe Stickstoffwerte sind Abgase im Straßenverkehr. Wir haben alle Schadstoffe berücksichtigt, zum Beispiel Stickstoffdioxid. Städte in Ost- und Mitteleuropa haben bei der Luftverschmutzung andere Probleme als solche in Westeuropa, etwa Frankreich und Großbritannien, wo das Problem von Stickstoffdioxid im Verkehr ausgeht. Es gibt also je nach Land unterschiedliche Gründe für die Luftverschmutzung. Allgemein bleibt die Luftverschmutzung aber der größte Menschenmörder. Für die Untersuchung hat Airli Daten von eigenen Sensoren und öffentlichen Überwachungsstationen genutzt. Die Forscher sehen dringenden Handlungsbedarf. Wir müssen auch über wirtschaftliche Folgen nachdenken, da Luftverschmutzung zu mehr Krankheitstagen, medizinischer Versorgung und geringerer Produktivität führt und so das globale Bruttoinlandsprodukt um 1% senkt. Das entspricht $30 pro Kopf weltweit. Das ist ein wirklich erschreckender Fakt, den wir teilen müssen. Deshalb müssen wir weltweit handeln, um die Luftverschmutzung zu verringern. Eine Untersuchung der Europäischen Umweltagentur zeigt, eine Verbesserung der Luftqualität auf die von der WHO empfohlenen Werte würde mehr als die Hälfte der vorzeitigen Todesfälle durch Feinstaubbelastung verhindern. Musik.
인사동지께 하시며 격려의 인사를 보내 우리 당의 출연 사상도 protesterna och kallade dem för vandaler. Det leder... Ja, men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag pengar så kära! Filer av puta! Diese Woche auf Euronews. Mich treibt an, dass jede Flasche Wein, die jemand außerhalb Bulgariens erhält, ein Stück Bulgarien vermittelt. Der Wein vermittelt ein Gefühl für das Land, aus dem er kommt. Treffen Sie einige der bulgarischen Winzer der nächsten Generation. Diese Woche bei Meet the Locals auf Euronews und euronews.com. Ansteckend ist Omikron. Ein Gespräch mit der WHO-Expertin Catherine Smallwood.
Mitten in der fünften Welle breitet sich Omikron in der Schweiz exponentiell aus. Schon jetzt sind bis zu 20% der Neuinfektionen Omikron-Fälle. Prozess zum Abschuss von MH17. Anklage fordert lebenslange Haft für 4 Verdächtige. Europas Regierung und die Weltgesundheitsorganisation setzen im Kampf gegen die steigende Welle der Ansteckungen mit der Omikron-Variante vor allem auf Impfungen. Dabei gibt es erste Erkenntnisse dazu, wie ansteckend die neue Variante ist. Die WHO-Expertin Catherine Smallwood erklärt: Wir haben festgestellt, dass das Risiko einer erneuten Infektion mit der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante, die ebenfalls im Umlauf ist, um das Fünffache erhöht sein könnte. Und wir haben gesehen, dass Impfstoffe schwere Krankheitsverläufe verhindern, auch für die Omikron-Variante. Weiterhin wichtig sind laut WHO auch die seit Beginn der Pandemie bekannten Regeln: Abstand, Masken, Tests. Um die Pandemie zu beenden oder zumindest in der aktuellen Phase, müssen wir als Einzelne weiterhin die präventiven Maßnahmen beherzigen, die Infektionen verhindern. Darüber hinaus müssen die Regierungen Maßnahmen ergreifen, um die Übertragung des Coronavirus zu stabilisieren und einzudämmen. Tests, Ermittlung von Kontaktpersonen, frühzeitige Erkennung von Fällen und bestimmte soziale Maßnahmen, wenn die Inzidenzen steigen. The implementation of some social measures, targeted measures in high-risk settings when transmission rates increase. Aufgrund der rasend schnellen Ausbreitung könnte Omikron schon in den kommenden Tagen in vielen Staaten Europas die dominierende Variante werden und Delta verdrängen. Die Schweiz befindet sich mitten in der fünften Corona-Welle. Schnell breitet sich die Omikron-Variante aus. Bei 10-20% der Neuansteckungen ist die Mutation schon nachzuweisen. Die Behörden bereiten die Bevölkerung vor. Allein in Genf stiegen die Omikron-Fälle innerhalb einer guten Woche von 0 auf 20%, also exponentiell. Wir müssen uns auf eine Vielzahl infizierter, erkrankter Personen in äußerst kurzer Zeit gefasst machen und uns auch darauf einstellen. Sorge bereitet die im Vergleich niedrige Impfquote mit 67%, die Boosterquote liegt bei nur 18%. Zwar sind die Delta-Infektionen rückläufig, werden aber bald vom starken Anstieg der Omikron-Variante abgelöst. Entscheidend sei, wie viel Gegendruck aufgebaut werde. Aufgrund der hohen zu erwartenden Infektionszahlen wird der Druck auf die Spitäler in den kommenden Wochen wahrscheinlich noch einmal deutlich zunehmen. Seit Montag gilt in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichend sein, wäre der Teil-Lockdown die nächste Option. US-Präsident Joe Biden reagiert auf die Ausbreitung von Omikron. Mit 73% Anteil an den Neuinfektionen ist die Virusvariante dominant in Nordamerika. Die Regierung stellt 500 Millionen Schnelltests für den Hausgebrauch zur Verfügung. Bestellen können US-Bürger sie online und umsonst. Auch in den USA rechnet man mit einer massiven Welle neuer Infektionen zum Jahresanfang nach den Feiertagen. Wenn Sie geimpft sind und die Vorsichtsmaßnahmen befolgen, sollten Sie Weihnachten wie geplant feiern können. Also Leute, ihr alle solltet wegen Omikron besorgt sein, aber nicht in Panik geraten. Wenn Sie vollständig geimpft und vor allem geboostert sind, sind Sie bestens geschützt. Sind Sie nicht geimpft, besteht ein höheres Risiko, dass Sie sehr schwer erkranken, ins Krankenhaus eingeliefert werden oder sogar sterben. Biden kündigte ebenfalls an, 1.000 Militärangehörige zur Unterstützung der Krankenhäuser abzustellen, sollte das US-amerikanische Gesundheitssystem im Januar und Februar mit einer Welle von Omikron-Patienten überrollt werden. Die EU-Kommission hat gegen Polen ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Nach Ansicht der Brüsseler Behörde verstoßen Urteile des polnischen Verfassungsgerichts unter anderem gegen den Vorrang und das Prinzip der einheitlichen Anwendung des EU-Rechts sowie gegen die bindende Wirkung von EuGH-Urteilen. Warschau hat im Oktober verkündet, dass die Bestimmungen der EU-Verträge nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar seien.
Wir gehen davon aus, dass diese Rechtsprechung gegen die allgemeinen Grundsätze der Autonomie, des Vorrangs, der Wirksamkeit und der einheitlichen Anwendung des EU-Rechts sowie gegen die Bindungswirkung des Gerichtshofs verstoßen hat. Wir gehen auch davon aus, dass das Verfassungsgericht nicht mehr den Anforderungen an ein unabhängiges und unparteiisches Gericht entspricht, das gesetzlich verankert ist. Bereits im Juli hatte das polnische Gericht entschieden, dass die Anwendung einstweiliger EuGH-Verfügungen, die sich auf das Gerichtssystem des Landes beziehen, nicht mit Polens Verfassung vereinbar seien. Polen hat nun 2 Monate Zeit, um auf die Bedenken der EU zu reagieren, andernfalls könnten dem Land Sanktionen drohen. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wies das Vertragsverletzungsverfahren mit den Worten zurück, das polnische Verfassungsgericht sei unabhängig und entspreche höchsten Standards. Im Oktober verhängte der Europäische Gerichtshof eine Geldstrafe von 1 Million Euro pro Tag gegen Polen, weil das Land das Urteil des EuGH, Teile der umstrittenen Justizreformen rückgängig zu machen, nicht umgesetzt hatte. Im Prozess um den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 der Malaysia Airlines über der Ostukraine im Juli 2014 hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gegen die 4 Angeklagten gefordert. Die damaligen Offiziere der pro-russischen Rebellen seien für den Tod von fast 300 Menschen verantwortlich, erklärten die Vertreter der Anklage vor dem Strafgericht am Amsterdamer Flughafen. Wir fordern. Wir fordern, dass die 4 Angeklagten jeweils zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt werden. Wegen ihrer Rolle beim Absturz eines Flugzeuges und ihrer Verantwortung und dem gemeinschaftlichen Mord an 298 Passagieren. Zu verurteilen tot eine lebenslange Gefängnisstrafe. Der russische Außenminister Lavrov hält dagegen. Wir sehen hier deutliche Versuche, dies nicht als einen Kriminalfall darzustellen, sondern dass die Angeklagten im Auftrag Russlands handelten. Es ist völlig inakzeptabel. Diese Versuche sind grundlegend fehlerhaft. Es handelt sich um ein Strafverfahren und genau als solches stellen wir uns das Verfahren vor. Und alle unparteiischen Juristen verstehen, dass es genau das ist. Auch die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Die MH17 war auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Die Todesopfer stammen aus insgesamt 16 Ländern, die meisten aus den Niederlanden. Ein Urteil wird frühestens im September 2022 erwartet. Es ist ein bisschen wie bei James Bond. Der Polizeistaatssekretär von Madagaskar, Serge Gelé, hat sich mit dem Schleudersitz aus einem abstürzenden Hubschrauber über dem offenen Meer befreit und ist dann 12 Stunden lang an Land geschwommen. Es war gegen 19 Uhr. Wir flogen gut. Ein Nachtflug. Es war klar. Es passierte wegen einer Windböe. Es war nicht der Fehler des Piloten. Es war auch kein mechanisches Versagen. Der Hubschrauber stürzte ab und wurde zerstört. Ich hatte keine Schwimmweste, aber der Pilot und der Mechaniker hatten eine. Ich nahm den Pilotensessel als Rettungsring und so wurde ich gerettet. In dem Helikopter saßen neben dem 57-jährigen General 3 Polizisten. Einer von ihnen überlebte ebenfalls. Sie erreichten die Küste getrennt voneinander, schwimmend. Die beiden anderen, darunter der Pilot, werden noch vermisst. Es war etwa 4 Uhr morgens. Wir waren dabei, unsere Segel zu setzen und dann sahen wir ihn. Er rief um Hilfe, Hilfe, unser Hubschrauber ist abgestürzt. Der Helikopter war auf dem Weg zu einem Schiffsunglück vor der Küste Madagaskars, bei dem mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen sind. Mick Schumacher wird neben seinem Job im Haas-Team Formel-1-Ersatzfahrer bei Ferrari. Der 22-Jährige darf bei 11 Rennen in der kommenden Saison einspringen, wenn Charles Leclerc oder Carlos Sainz ausfallen sollten. Der 2. Ferrari-Ersatzpilot ist der Italiener Antonio Giovinazzi.
Es wäre der erste Einsatz von Schumi Junior für das Team seines Vaters, der für Ferrari fünfmal den Weltmeistertitel geholt hatte. Gleich auf Euronews. Wie können internationale Fischfangabkommen zu saubereren Weltmeeren beitragen und das Leben in Westafrika verbessern? Thema gleich in Ocean bei Euronews. Pombas ist ein Ort auf der Insel Santo Antão, Teil der Kapverden vor der afrikanischen Westküste. Immer mehr junge Männer ergreifen hier den Beruf des Fischers. Um auf offenem Meer fischen zu können, braucht es ein Motorboot. Für den 26-jährigen Adirson, dessen Großvater bereits auf dem Meer arbeitete, wäre es unmöglich, sich ein solches Boot anzuschaffen. Doch dank der Zusammenarbeit zwischen den Kapverden und der Europäischen Union steht in Pombas jetzt ein entsprechendes Wasserfahrzeug zur Verfügung. Dieses verschafft vor Ort jung und alt die Möglichkeit, auf den Atlantik hinauszufahren, um auf Fischfang zu gehen. Ja, mit diesem neuen Boot können wir viel weiter aufs Meer hinausfahren. Wenn wir weiter draußen sind, dann fangen wir auch mehr Fische. Und mehrere Fischer können sich das Boot teilen. Wer ein Boot braucht und kein eigenes hat, nun ja, der kann dieses nehmen. Die Partnerschaft mit der Europäischen Union geht über neue Boote hinaus. Das Dorf Monte Trigo liegt abgelegen auf Santo Antão. Einen Fischmarkt gibt es hier nicht. Der nächste ist eine Stunde entfernt. Und das sorgt für Schwierigkeiten. Denn die Wetterverhältnisse lassen Fisch schnell schlecht werden. Also muss der Fang schnell verarbeitet werden. Den Fisch zu trocknen ist die ursprüngliche Vorgehensweise. Die Sonne spielt auch beim neuen Verfahren eine Rolle. Eine durch Sonnenkraft betriebene Maschine stellt Eis her, mit dem der Fisch gekühlt wird. Diese Einrichtung hat das Leben der Fischer erleichtert. Denn wenn sie jetzt Fisch fangen, müssen sie den nicht sofort zum Markt bringen. Sie können ihren Fang 2-3 Tage lagern und dann alles gleichzeitig hinbringen. Sie sparen eine Menge Geld, indem sie weniger Treibstoff für ihre Bootsfahrten verbrauchen. Es gibt hunderte solcher Beispiele der europäisch-kapverdischen Zusammenarbeit, die in einem Abkommen festgehalten ist. Europäische Boote können sich der Fischbestände annehmen, die von den örtlichen nicht genutzt werden.